Geh weg. Geh weg. Du brauchst mich auch nicht so anschauen. Gut, jetzt warten wir noch kurz, bis ich ins Bett kann. Vielleicht ist er auch sauer, weil er nicht schlafen darf. Außer seine 2-Minuten-Nickerchen. Aber das ist ja wohl mal volle Kanne nicht mein Problem. Ja, brauchst gar nicht schlafen. Du hast nicht mal gearbeitet. Wovon willst denn du müde sein? Unmöglich, der Kerl. Ha. Es wird nicht geschlafen. Wer nicht arbeitet, schläft auch nicht. Ich habe gearbeitet. Ich habe hier Blöcke gesetzt und abgebaut. So. Jetzt warten wir drauf, dass du wieder arbeitslos wirst. Ist ja bloß eine Frage der Zeit. Wenn du dann deinen Job richtig machst, dann können wir auch wieder kuscheln. Und dann darfst du auch hier Liebe mit Thorsten haben. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich euer Kind nenne. Tarkan. Mustafa. Ingo. Ha. Ha. Mach hinne. Von den Zeiten muss ich jetzt locker noch eine Folge mehr machen, als ich überhaupt wollte. War so nicht geplant. Kann ja keiner ahnen, dass der sich hier so ewig Zeit lässt. Und euer Sohn wird ein Bauer. Ja, hättest du gespurt, hätte dein Sohn Bibliothekar werden können. Jetzt wird's ein Bauer. Hast du davon? Es hätte so viel einfacher für dich laufen können. Und er kriegt dann dafür auch nur ein orangenes Bett. Und du bist schuld. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Ja? Brauchst du gar nicht die Arme so verschränken und hier sauer sein. Nö. Jawohl. Und das Papier. Endlich. Ach, und wir kriegen sogar für 1 Smaragd. Geil, also 2 für Werkzeuge und 4 für Rüstung. Ach komm, wir leveln ihn einfach gleich einmal auf. Ach, jetzt mag er nicht mehr. Ah, nee, ich habe keine Bücher mehr. Ja, nee, ist gerade nicht. Sorry. Geh mal kurz einen Schritt zurück. Damit ich hier wieder raus kann. So, dann hätten wir das hier endlich erledigt. Ich muss halt jetzt noch eine Folge ranhängen, also noch ein paar Minuten ranhängen, dass ich noch eine Folge voll bekomme. Weil sonst haben wir hier überall so ein bisschen Überlänge, das möchte ich auch nicht unbedingt. Dann kriegt die Axt und die Schaufel gleich Reparatur. Und dann können wir unten ein bisschen Weizen holen für Brot, machen uns noch einen Babydorfbewohner. Verdient hat Torben das zwar nicht, dass er sich fortpflanzt, aber ja, ich will jetzt mal nicht so sein, ne? Ich bin ja jetzt nicht so nachtragend. So, Schaufel mit Reparatur. Und Axt auch mit Reparatur. Dann ziehe ich mal die Rüstung aus, die ja schon super gut ist. Gerade rechtzeitig, um die Schuhe zu reparieren. Ich habe
Achso, ja, klar habe ich zu viel Reparaturbücher, weil ich wollte den ja leveln. Könnt ihr hier auch gleich. Na, dann machen wir das. Komm. Wird zwar teuer, kann ich. Ah, Mist, kann ich mir gerade so nicht leisten. Brauchen wir erst ein paar Level. Ja, dann paaren wir die. Machen wir einfach. Das heißt, wir bereiten die nächste Zelle vor, stellen ein Bettchen rein. Und dann dürfen die zweimal aufeinander losgehen. Also von oben ein Bett holen. Das mit dem gelben war ein Spaß, ich will weiße. Das hat mit Rassismus nichts zu tun, es gibt kein Bettrassismus. Ich habe ja auch farbige Betten im Besitz. So. Knochenmehl haben wir jetzt wie viel? Ja, 1,5-6 fast. Super. Ich glaube auch, dass ich jetzt noch gar nicht alles ernte. Bloß so, dass wir alle ein paar Bücher, paar Brote haben. Ein Feld dürfte dafür reichen. Ich habe übrigens noch nie, also wirklich noch nie nicht Dorfbewohner gepaart. Das ist für mich jetzt eine Premiere. Und dann kriegen wir auch gleich wieder ein bisschen mehr Knochenmehl. So. Dann mal ab an die Werkbank. Hier. 20 Brote müssten eigentlich, denke ich, reichen. Eine Zeit lang lasse ich die Kinder dann auch, also das Kind, bei den beiden. Und dann brauche ich Brote, dass das mit dem Umziehen klappt. So, hier kommt die Zelle. Hier. Ich will ja nicht, dass sie überall rumhüpfen können, deshalb kriegen die auch bloß so niedrige Decken. Ach, ich finde es lustig, die zu veräppeln. Das Bett kommt auf dieselbe Seite. Also praktisch hier. Dann nehmen wir hier mal eben die Wand raus. Dann kriegst du ein paar Brote. Und du kriegst ein paar Brote. Hallo? Macht süße Liebe. Kommt, ich gehe auch ein bisschen. Ups, falsche Taste. Ich gehe auch so ein bisschen auf Seite. Reicht euch das? Sie reden schon miteinander. Ich bin, glaube ich, nicht weit genug weg. Nein, nein, lasst euch von mir nicht stören. Ich gebe euch mal lieber noch ein paar Brote. Macht. Kommt schon. Ich will das sehen. Irgendwie. Hier kann ich ja gleich aufmachen. Kommt schon, macht süße Liebe. Ich bin doch wohl weit genug weg. Es ist... Oder brauchen die doch Türen? Auf jeden Fall haben beide schon Brot im Inventar. Ja, dann hole ich halt mal Türen. Vielleicht brauchen sie die doch.
Ich dachte, das hängt nur noch mit den Betten zusammen. Aber Türen habe ich bestimmt noch irgendwo ein paar rumfliegen. Und ansonsten sind Türen ja auch relativ schnell gemacht. Vorausgesetzt, wir haben überhaupt Holz. Haben wir noch Holz? Oh, wir haben gar kein Holz hier. Und hier, ich mache auch gleich Papier, dass ich den jetzt noch fertig leveln kann. Wir brauchen eine riesengroße Zuckerrohrfarm. Wir müssen einfach eine riesengroße Zuckerrohrfarm haben. Okay. Hier habe ich die Stämme schon raus. Ach, warte mal, vielleicht habe ich ja Türen drin. Ich hab das ja alles sortiert. Da haben wir zwei. Birkentüren haben wir nicht. Fichtenholztüren haben wir auch nicht. Tropenholz vermutlich. Ach, doch zwei. Und ich mache auch noch welche. Können wir zur Not auch verbrennen. Noch mehr Türen. So, 10 Türen sollten ja wohl reichen. Die Frage ist bloß, wie nennen wir das Kind? Sagt mir bitte nicht, dass ihr noch mehr Brot braucht. Ich habe nur noch eins. Komm, hier sind ein paar Türen. Das sollte doch reichen. Ja gut, ich hole noch mehr Brote. Ich hasse euch. Blöden Penner. Habe ich vielleicht oben zufällig sogar noch Brot? Das wäre eine schöne Sache. Nicht direkt. Aber kein Problem. Wir machen einfach ganz viele. Der Rest wird wieder zu Strohballen. Wehe, das reicht jetzt nicht. Gönnt euch. Ja. Ja. Lasst euch von mir bloß nicht stören. Ist alles cool. Auch, ich habe auch hier überhaupt kein Problem mit eurer Homo-Beziehung. Da bin ich konform mit. Ne? Macht nichts. War es das schon? Ich sehe keine Herzchen mehr. Ich habe da nicht hingeschaut. Der pennt. Echt jetzt? Och, jetzt pennen die. Ihr sollt doch süße Liebe machen. Und bis ich schlafen kann, dauert es ja auch wieder. Ich hasse diese Dorfbewohner von ganzem Herzen. Wenn morgen früh da kein Kind ist, dann gibt's Gemetzel. Dann metzger ich da mal durch. So, schauen wir mal. Bitte, 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 Kinder, 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 Kinder. Also eins, Kind, 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 Kind. Können die eigentlich Zwillinge bekommen? Ich frage für einen Freund. Ja, bin weg, bin weg, bin weg. Liebt ihr euch noch?
Warum liegt ihr euch nicht mehr? Wollt ihr mehr essen? Oh ja, schön kuscheln. Da oben hat Thorsten gerade auf die Titten geguckt, ich hab's gesehen. Da kommen keine Herzchen. Haben die alle ihre Brote verbraucht? Gönnt euch. Gönnt euch. Und los. Und los. Ich bin ganz weit weg. Man hört, wie sie hin und her tauschen. Jetzt gehen sie in Torbens Bude. Sie tauschen wieder. Also sie beschenken sich gerade praktisch gegenseitig mit Brot. Gutes Zeichen, glaube ich. Nee, Thorsten gibt einfach bloß. Macht schon. Es ist doch nun wirklich nicht zu viel verlangt, noch ein Kind zu machen. Und Torben ist halt so ein richtiger Ego, der einfach nur alles nimmt. Ach, ich wollte ja noch Papier machen. Ich glaube, ich habe gerade Herzchen gesehen. Ich gehe mal in der Zeit und mache noch Papier für den Torben. Reicht exakt für zweimal. Aber ich habe noch Zuckerrohr da. Hier ist eins. Und in einer von den Kisten ist auch noch was. Das weiß ich. Ich habe es nämlich... Das ist Bambus. Und hier ist nochmal Zuckerrohr. Gibt zumindest nochmal drei Blätter. Das ist praktisch dreilagige Toilettenpapier. Wenn ich jetzt runterkomme und ihr habt kein Kind, dann klatsche ich euch weg. So, der arbeitet schon wieder. Leute, warum sehe ich kein Kind? So. Torben levelt. Vielleicht funktioniert es ja dann besser. So, was handelt er jetzt noch? Ah, ein Buch gibt 1 Mark. Das ist eigentlich nicht schlecht. Und dann kann ich Laternen kaufen. Achso, ich kann auch nicht schauen, wie viel es gerade bringt. Würdet ihr jetzt... Och Mann, ey, ihr sollt doch einfach nur ein Kind machen. Was ist denn da dran so viel? So, ihr kriegt jetzt meine letzten beiden Brote. Mehr habe ich nicht. Sonst sperre ich euch wieder einzeln ein. Ich meine, ist ja schön, dass ihr praktisch wisst, welche Zelle wem gehört. Gut, sie können ja, kommen ja auch nicht aneinander vorbei. Das ist schon schlau gemacht so. War aber Zufall. War nicht so geplant, dass das nicht funktioniert. Das war einfach jetzt purer Zufall. Und ich bin ganz froh, dass es diesen Zufall gab. Ich wäre sehr glücklich, wenn die Kinder macht. Kommt schon. Hm. Sonst machen wir das erst in der nächsten Aufnahme. Weil jetzt werde ich nämlich zum Ende kommen. Ja, ihr habt richtig gehört. Okay, das ist jetzt nochmal eure Chance. Die müssten beide unendlich viel Brot haben. Ich habe da, glaube ich, insgesamt fast 2 Stacks reingeschmissen. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Seid doch nicht so. Ihr braucht auch gar nicht viel mehr Privatsphäre. Bringt euch diese Musik in Stimmung? So, das Stimmungslied warten wir noch ab, ob es klappt. Und dann beende ich. Komm.
kommt, schwingt einfach eure Hüften, tanzt miteinander. Torben ist ja sowieso so ein kleiner Kuschelbedürftiger. Ja, Thorsten tanzt schon ein bisschen rum. Ja, nicht mit mir, mit Torben sollst du tanzen. Ja, ich könnte auch ruhig in Torbens Zimmer gehen. Aber ich glaube, die wollen nicht. Kommt schon. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, die sind auch einfach ein bisschen schüchtern und verklemmt. Sonst sperre ich euch nämlich gleich auf einen zwei Blöcke engen Raum. Dann werdet ihr Brutmaschinen. Wisst ihr Bescheid? Wir hatten ja zumindest schon mal den Fortschritt mit dem Reparaturbuch. Das ist schon sehr viel wert. Aber so ein kleiner Farmer wäre jetzt auch nicht schlecht. Ja, Thorsten scheint sich nicht ganz sicher zu sein. Oh, von oh. Ihr könnt Stellungen ausprobieren, wie ihr wollt. Da bin ich, möchte ich mich nicht einmischen, nur. Ich meine, so zufrieden oder so müssten sie eigentlich beide sein. Haben ja beide viele Handel mitbekommen. Kommt schon. Macht süße Liebe. Ich gebe euch noch eine halbe Minute, weil dann ist das Lied aus und dann werde ich hier aufhören. Dann machen wir in der nächsten Aufnahme einfach weiter mit der süßen Liebe. Kommt schon. Ihr müsst es doch auch spüren. Wie euch diese Liebe in euch hochkommt. Oder auch nicht. Ja gut, dann eben heute nicht. Vielleicht in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, auch wenn es jetzt, wie gesagt, am Schluss ein bisschen gedauert hat, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.